Mahlzeit, wie ihr schon am Titel gesehen habt, heute geht es zu Subway to Sally und heute geht es auch zu Johnny Rocky and the Weekend Warriors, aber da geht es zuerst hin, denn das Johnny Rocky Konzert ist heute Morgen, der 4.9., ein Sonntag, um 11 Uhr im Krachgarten in Wesel. Und in Wesel waren wir noch nicht, also ich mit euch jedenfalls noch nicht und selber war ich da auch jedenfalls noch nicht auf dem Konzert. Da geht es jetzt als erstes hin. Heute Abend geht es zu Subway to Sally nach Krefeld, das heißt zwei Konzerte an einem Tag. Ein Tag, zwei Konzerte, ganz viele Bier, ganz viele nette Menschen. Und ja, ich nehme euch mal mit, zeige euch ein bisschen die Gegend. Das wird jetzt eher mal so ein Vlog. Und ich bin hier an dieser Fahrradstation. Da hinten ist irgendwo der Bahnhof. Da irgendwo, keine Ahnung, ich glaube das Gebäude hier. Und auf jeden Fall werdet ihr auf jeden Fall sehen, was ich so sehe, was ich höre und was ich trinke. Auf jeden Fall. Kleiner Zwischenstopp im Extrablatt, ich muss ein Pipi machen. Cheers. Weil wenn man irgendwo Pipi machen geht, kann man die auch zu trinken bestellen. Ein Bierchen vorm Konzert ist ja nie verkehrt. Und gleich geht's rein. Ja, ist noch nicht viel los hier. Ich trinke mein Bierchen, mein Alt. Und die Band ist da hinten noch am Soundchecken, irgendwo hinter den Bäumchen da. Und gleich würde ich sagen, geht's los. Und ich bin gespannt. Da vorne gibt es auch Bierchen, ganz leckeres. Und jo, wir hören gleich mal rein. Johnny Rocky and the Weekend Warriors. Wie es ist. Johnny Rocky gerade gesehen, sehr geil in Wesel, mega gut. Und jetzt geht's gleich weiter nach Krefeld zu Subway to Sally in der Kufa. Und ich bin gespannt. Ich glaube, Johnny Rocky war heute meine Hauptband, meine persönliche. Ja, schaut euch mein Shirt an. Und was gleich Subway to Sally so liefert, werden wir gleich gucken. Und ihr werdet sehen, wie der Weg dahin wird, wie es spaßig wird, was da los ist. Ach, ihr wisst, was ich meine.